Ach, sieht das schön aus. Ach, herrlich. Ach, ein Reh. Hüpf. Isn't this awesome, Sus? Totally reminds me of when we were kids. Come on, Slowpoke. Hold on. Komm schon, du Schnecke. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Das stimmt. Das ist genau der Anfang, den wir genommen haben zum Spielbeginn, wo dieser große Sturm auf Arcadia B zugerast ist. Und wir befinden uns jetzt mit Chloe hier. Interessant. I feel like I'm in my nightmare again. Fast wäre ich wieder mein Albtraum. Ja, aber auch nur fast, Chloe, denn diese Atmosphäre, die hattest du in deinem Albtraum nicht gehabt, aber... Hello, cute little squirrel. You and me. Stare contest. Es war ja eigentlich auch kein Albtraum. Es war, glaube ich, sowas... Ja, visionartig, glaube ich, würde ich mal so behaupten. Oder irgendwie... Ja, irgendwie muss es ja was gewesen sein. Visionartiges oder zurück in die Zukunft, weil ich auch nicht gerade... behaupten, aber vielleicht haben wir doch die Zukunft gesehen, was passieren könnte. Anschlagbrett, da gucken wir mal kurz drauf. Arcadia B. They haven't updated this sign since the 1980s. Flora und Fauna von Arcadia B und du. Hallo Naturliebhaber Origins. In diesem Wäldchen findet ihr eine Vielzahl an Tieren, aber es heißt nicht, dass sie noch nach euch Ausschau halten. Bären, Schlangen, Kojoten und Wölfe können sehr gefährlich sein. Seid vorsichtig. Fütter keine Tiere im Wald. Bitte bleibt an dem Pfad und fragt einen Ranger, wenn ihr Hilfe braucht. Graffiti. Füttern nicht den Bigfoot. Bleibt wegweise Mann. Warum sollten wir hier einen Bigfoot füttern? Gibt es hier einen Bigfoot? Hör mal! Arcadia Bay. Ich meine, in Arcadia Bay würde ich mich nichts mehr überraschen, wenn es hier noch einen Bigfoot geben würde. Leere Flasche. People can be such pigs. Das ist wirklich wahr, Chloe, sag schon, Max. Menschen sind echt widerliche Gestalten. Das soll jetzt natürlich kein Angriff sein. Aber wir sorgen schon wirklich selbst für unsere Verunstaltung des Planeten. Für unsere Erde, für unseren Müll, den wir hier deponieren. Es fängt schon mit Papieren an, die man einfach mal so wegschmeißt. Wenn man unterwegs ist oder irgendwas isst oder irgendwas nicht richtig recycelt oder irgendwas. That old fence is part of the landscape now. Ihr wisst schon, the was ich meine. The path behind it leads to the parking lot. Ihr wisst ja schon, was ich meine. Das ist genau das gleiche ist es ja auch mit Kriegen. Wir sorgen schon dafür selbst, dass wir uns gegenseitig auslöschen. Das ist natürlich nicht schön. So, ich weiß nicht, was das gerade war. Mein Fernseher hat gerade umgesprungen auf HDMI 2. What the fuck? Ich hoffe, das ist nicht mitten in der Aufnahme drauf. Hier liegen genauso Flaschen rum, also ich weiß nicht. Selbst wenn das Wegwegflaschen sind, könnte man das auch in den Müllcontainer schmeißen. Cola-Dosen, Papier. Ja, das meine ich nämlich. So fängt das nämlich an. Man schmeißt einfach Papier in die Ecke, dann zersetzt sich das nicht und... Oh, Warren, was will er denn? Oh, Warren hat ein blaues Auge. What the fuck? Das kommen wir mal hoch. Erdan Max, mein Ritter in strahlender Rüstung hier. Ich weiß, du sorgst dich um mich. Dein Ritter in strahlender Rüstung hier und dann das blaue Auge. Es ist ein schönes Faltchen. Ich schulde dir was. Danke für heute. Ruf dich später an. Versprochen. KP, du musst mir noch dein größtes Geheimnis erzählen. Gag. Ja, größtes Geheimnis? Was für ein größtes Geheimnis denn? Was? Ist der uns etwa auf die Schliche gekommen? Weiß der etwa über unsere Fähigkeiten Bescheid, unser lieber Warren? Ich glaube aber nicht, oder? Ich meine, überraschen würde mich das nicht. They can always escape. Mensch, quatsch doch nicht immer dazwischen, Max, wenn ich hier gerade am
moderieren will. Chloe sitzt natürlich schon auf der Bank, wo sie auch damals mit Rachel zum Schluss saß. Ist leerer Stumpf. Oh. Ach, deswegen ist... Chloe Stepdouche better not cause me trouble. Deswegen ist Chloe mit uns hier rausgegangen. Ach, jetzt verstehe ich das. Oh my god, I forgot all about this. Too bad I can't rewind that far back. Ja, das Steinmännchen. I don't remember this at all, but it seems like it's been here for a long time. Steht schon sehr lange her. Und da hinten ist Arcadia B, wie ihr das schon so schön sehen könnt. Ich mag ja diesen Grafikstil, ne? Ich weiß, manche Leute mögen diesen Stil nicht. Aber ich finde, die haben in diesem Spiel so... Im Life is Strange dieses Grafikstil echt richtig gut rübergebracht. Das ist neu, das kenne ich ja noch gar nicht. Das wirklich kenne ich noch gar nicht. Wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. A tree haiku? How pretty. Wir schauen uns hier erstmal ein bisschen um, bevor wir zu Chloe gehen, ne? Also ich glaube, ihr seid auch dafür. Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? Naja, auf jeden Fall kein Bigfoot. Also wenn es hier wirklich ein Bigfoot geben würde, dann... Tschüss, Leute! Ich bin weg! Ah, guck mal an. Graffiti. Weird. Those glyphs remind me of the wind. Dieses Symbol erinnert sich an den Wind? Warum? Was hat denn der Wind damit zu tun? Muss ich das jetzt verstehen? Verstehe ich nicht. Ist das irgendwie so eine... symbolische Art des Windes oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr das, was damit so auf sich hat. Können wir hier eigentlich auch reingehen? Nee, wir kommen hier also nicht rein. Schade. Ich hab gedacht, wir könnten jetzt hier reinspazieren. Und das ist Bigfoot. Das sehe ich schon. Clearly, the Bigfoots are everywhere. Bigfoots sind anscheinend überall. Ach, meinen die vielleicht Bigfoot hier das Sportteam? Das würde natürlich Sinn ergeben. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Wettrennen auf der Treppe? Wieso? Was? Moment. Wettrennen auf der Treppe. Wie soll das denn funktionieren? Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Bestimmt Wettrennen auf der Treppe nach ganz oben hoch, wa? Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Ich habe mir schon gedacht, wie sollen sie denn ein Wettrennen auf diese zweistufigen Treppe machen können? Oh. Ein Graffiti, wieder. How long has that been here? Trost nur over. How long has that been here? Na, langes her, ja, das stimmt allerdings. Lagerfeuer ist auch vorhanden. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. I never made it. Es ist ja auch ein schönes Plätzchen, wenn man davon ausgeht. Also wenn ich hier leben würde in Arcadia Bay, ohne die ganzen Probleme, die Arcadia Bay so mit sich führt, dann würde ich hier auch verweilen. Oh, guck mal, ein schipperten Boot. Nice. So, gucken wir uns auch noch die Karte an. Wowzer, Chloe drew that to mark our tree fort. So we'd always be able to find each other in case of emergency. Ja, was eine Markierung. Das ist ja so ein Piratensymbol. Und ich sehe auch den Schrottplatz. Das müsste da die Nummer 8 sein. Nummer 7 Männchen? Was soll das denn sein? Kenne ich nicht. Nummer 4? Was soll die Nummer 4 da oben darstellen? Hm. Wir scheinen uns in Arcadia Bay doch noch nicht so gut wirklich auszukennen. Jetzt würde ich, glaube ich, die einzelnen Stellen hier wissen. Nummer 14, das müsste Bigfoot sein. Das sieht aus wie so ein Riesenmonster. Nummer 12 könnte Arcadia, also Blackwell sein, also die Schule. Tja. Okay. Gut. Dann werden wir jetzt mal Chloe nicht länger auf die Folter spannen und zu ihr gehen. Hi, Chloe. Sure you don't want to be alone?
Have a seat, Pete. Platz dich hin. Ja, du bist gut gelaunt. Mit Vergnügen. You're in a good mood. Seeing my step dork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Das ist allerdings wahr. Also Chloe hat David noch nie getraut. Ja, und noch nicht mal am ersten Tag. Die haben sich schon am ersten Tag schon das Fetzen gekriegt. Ich meinte, David hatte in der Vergangenheit sich bemüht so ein bisschen um Chloe. Chloes Vertrauen zu erlangen, zu erschleichen, wie man das auch nennen möchte. Aber Chloe hat sich nicht so wirklich drauf eingelassen. Sie hat zwar so einen kleinen Zwiespalt zugelassen, also sie hat so einen kleinen Kompromiss gehabt, wegen ihrer Mutter wegen. Aber sie hat sich auf David nicht wirklich nie eingelassen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so wirklich, was David von einem will. Er ist so ein bisschen eine Person, die irgendwie so Geheimnisse mit sich führt. So eine Geheimnisse hat er einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach er so ist oder so geworden ist, weil sein Kumpel damals im Krieg da gestorben ist, so wie er das in Before the Storm erzählt hat. Mal ein bisschen weiter ausgeholt. Das weiß ich nicht, also. Und David hat auch ganz schnell versucht, die Vaterrolle einzunehmen. Ja, nicht die Vaterrolle an sich, aber die Rolle des Mann im Hauses, wo Chloes Vater damals da gestorben ist mit dem Autounfall. Und das hat Chloe auch nicht so wirklich gepasst. Ja, deswegen verstehen die beiden sich absolut nicht. Und ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Er hat Kate blöd angemacht. Ich hätte ein Foto machen sollen. Er hat Kate blöd angemacht. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Ja, natürlich. Well, yeah. I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh, other Blackwall students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He's so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Das ist so ein Arsch und Chloe wusste wirklich nichts davon. Oh, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Hätte ich nicht gedacht. Ja, was ist mit Nathans Geheimnis? Selbst deins. Ja, was ist Nathans Geheimnis? What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. Ach du heilige Makrele. Ach du heilige Scheiße, jetzt verstehe ich das. Nein, ernsthaft, wirklich? Chloe hat immer noch den gleichen Wunsch und Gedanken wie damals, dass sie mit Rachel abhauen wollen. Wow, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Chloe immer noch diesen Plan immer noch nachgeht. Krass. Kurze Information, liebe Leute, da draußen, für die, die Before the Storm noch nicht kennen oder die Vorgeschichte von Chloe. Rachel und Chloe hatten damals vorgehabt, Arcadia B zu verlassen. Darauf hat das alles hingespielt. Die wollten
Geld zusammenkratzen. Chloe hatte dieses Auto flott gemacht, was sie jetzt fährt, auf dem Schrottplatz. Und dann wollten sie gemeinsam abhauen, einfach abhauen, in eine freie Welt reisen und das gemeinsam. Und ich glaube echt nicht, dass sie das jetzt immer noch will. Ich habe gedacht, das Thema wäre echt vom Haken, aber ja, anscheinend nicht. Krass, hätte ich nicht gedacht, Chloe, dass du diesen Wunsch immer noch hegst. Vor allem, weil du noch so lange Zeit hier immer noch hier bist, in Arcadia Bay. Übelst. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe, I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Das ist wirklich krank und abscheulich. Der wollte doch wirklich über Chloe herhüpfen. Alter, der wollte Chloe missbrauchen. Wie krank war es denn dieser Nathan, sag mal? Was hat denn der für Komplexe? Abscheulich. Ernsthaft, wirklich. Boah, das geht ja mal gar nicht. Alkohol hin oder her. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Das war Nathans letzter Fehler. Ja, das war aber ein Fehler, was dir im Grunde beinahe das Leben genommen hat, wären wir nicht zur richtigen Zeit da an der Stelle gewesen und dir das Leben gerettet haben. Ich weiß nicht. Es ist immer noch gefährlich. Lass uns die Polizei informieren. Das ist wirklich wahr. Also, er könnte ja immer noch Chloe nach dem Leben trachten. Ich würde auch da raten, an der Stelle die Polizei zu rufen. Aber wir wissen ja wiederum auch, dass Chloe kein ungeschriebenes Blatt ist. Ich weiß nicht, wie ich jetzt reagieren soll. Einerseits würde ich die Polizei informieren drüber. Andererseits, wenn sie da an der Sache ermitteln, wird Chloe, glaube ich, auch deswegen rankommen, weil sie ja auch Betäubungsmittel zu sich nimmt. Und ich weiß nicht. Ah, es ist immer noch gefährlich. Ja, es ist beides gefährlich. Scheiße, wie reagieren wir denn jetzt drauf? Leute, jetzt an dieser Stelle wünschte ich echt, einen Livestream zu haben, damit ihr mitentscheiden könnt. Oh Mann. Gott. Ich glaube, ich will... lass uns die Polizei rufen. Ich weiß nicht, das würde jetzt Chloe nicht gerade so in die Karten spielen, ne? He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Ah, pass auf, was du dir wünschst, Chloe. Oh nein, was ist mit Max los? Nein! Oh no! Not again! Und schon sind wir wieder in diesem komischen Traum. Oder Vision. Was ist das? Ein Reh? Was hat das mit dem Reh auf sich?
Sollen wir es folgen? Okay, wir müssen es folgen. Die Scheiße kommt. Chloe's still up there? Oh! I have to find out. Alter! Shit. Und nun? Kommen wir nicht weiter. Gibt's hier noch einen anderen Weg? I've never seen a storm like this in Oregon. So ein Sturm habe ich in Oregon? Achso. Schnell durch. Okay, wir müssen das Dreh folgen hier. Es ist ja kein Rekitzenreh. Wer ist... Oh Gott. Ach so, okay. Das sollten wir einfach hier ausweichen. Na gut. Alles klar. Gut, ich habe nichts gesagt. Da haben wir die Fähigkeit umsonst gerade benutzt. Scheiße! Jetzt muss ich schnell durch. Eine Zeitung. Lesen. October 11? 11. Oktober. Is this Friday? That's only 4 days away. Oh no. The tornado is headed straight for the town. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years, which is so... No, no, I saw it! I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had the same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But I, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Waterfall.
Akte von Rachel. What the hell? Tja, liebe Freunde da draußen der guten Unterhaltung. Und das war natürlich das Ende von Episode 1 zu Life is Strange. Und was soll ich ganz ehrlich dazu sagen, außer dass ich das natürlich mega geil finde und richtig tierisch abfeiere. Das Ende zur ersten Episode war schon echt krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, ich hatte ihn gerade bei dem Abspann volle ganz Gänsehaut gehabt, also volle Möhre. Ich friere immer noch so ein bisschen. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich wirklich dazu sagen soll, außer dass Chloe uns jetzt anscheinend doch glaubt, dass Max irgendwelche besondere Fähigkeiten besitzt, besondere Kräfte, und dass doch irgendwas dran ist, womit wir ihr Leben gerettet haben, sozusagen. Und ja, wie es natürlich in Episode 2 weitergeht, das werdet ihr natürlich hier auf diesem Kanal zu erfahren bekommen, denn wir spielen alle Episoden durch, nicht nur die erste, sondern alle 5 Episoden. Und ich freue mich schon ehrlich gesagt drauf. Und dieser Schnee, was da runterkam, im Sommer plus 25 Grad, Klimawandel, das sind schon echt üble Boten, die da echt wirklich verheißen, dass da irgendwas faul sein muss an der ganzen Sache. Dass da irgendwas sich anbahnt. Und so wie Chloe schon gesagt hat, es scheinen da wohl öfters irgendwelche Tornados zu geben in Arcadia Bay. Und die tauchen irgendwie so alle paar Jahre irgendwie so auf. Das ist schon echt übel. Das ist schon echt übel, und ich bin echt gesagt, ja, gespannt, wie es hier an der Stelle weitergeht. Ich bedanke mich aber natürlich auch, dass ihr schön zahlreich eingeschaltet habt, euch das angeschaut habt, kommentiert habt, natürlich auch bewertet habt und geteilt habt. Und wie ihr natürlich wissen wollt, wie es hier weitergeht mit Life is Strange bei mir auf dem Kanal, wie ihr wissen wollt, wie ich das Ganze hier durchspiele, wie ich meine Entscheidungen treffe, wie ich natürlich mitfiebere, wie ich natürlich auch traurig sein werde, bestimmt, und wie ich das Ganze in meinen Augen sehe, dann bleibt dran und schaut euch weiterhin bei mir Life is Strange an. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall euch in die Kommentaren zu lesen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert haben solltet, dann könnt ihr das jetzt auch kostenlos machen. Also es kostet euch nichts, wenn ihr da den Abo-Button drückt. Ihr könnt auch die Glocke noch aktivieren, damit ihr wisst, dass täglich immer eine Folge hochkommt. Und wenn man nicht eine Folge täglich hochkommt, dann auf jeden Fall jeden zweiten. So. Das war's dazu. Ich lasse die Credits hier natürlich noch durchlaufen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Gehabt euch wohl, habt einen schönen Tag. Achso, was ich noch sagen wollte, kurzzeitig, was hat das mit dieser Akte von Rachel auf sich? Wir hatten eine rote Akte von Rachel gesehen, diese komischen Akten, die habe ich, glaube ich, schon mal gesehen gehabt, und das war auch in Before the Storm. Ja, zum Ende der 3 Episoden habe ich das schon mal gesehen gehabt, und da war auch Chloes Handy sei schon Rachels Handy auf dem Tisch gewesen von irgendeinem Glastisch in irgendeinen Raum, und da hatte versucht, Chloe auch durchzurufen, aber sie ging nicht ran. Ist merkwürdig. Und diese Akten, die kommen mir komischerweise, ich weiß nicht, bekannt vor, würde ich jetzt nicht so behaupten, aber die sind irgendwie nicht ganz kosche, weil vor allen Dingen, da stand ja nicht nur Rachels Name drauf, sondern da waren auch noch andere Namen drauf. Wir werden dieses Geheimnis auf der Spur gehen. Und ich bin jetzt erstmal raus.
sunshine for everyone, but as far as I can remember, we've been migratory.